Manu, du warst ja gestern Abend schon mal hier, hast dich die Katerzeit geopfert, um hier Fragen zu beantworten und hast jetzt auch schon wieder, glaube ich, eine Stunde oder so da gesessen und Fragen beantwortet. Dein vorläufiges Fazit erstmal hier aus der Aktion, was du an Fragen und so bekommen hast? Ja, coole Sache. Gute Fragen, tolle Antworten. Manuel ist heute eher ein bisschen gesprächig, sonst ist er eher so ein ruhiger Typ. weil du gehörst, also ich weiß nicht, wir kennen uns jetzt irgendwie seit, keine Ahnung, 4, 5 Jahren, und du gehörst immer zu denen, die schon viel früher Europa versucht haben zu leben, aber auch Europapolitik als Fachpolitik zu verstehen auch und eben die Vernetzung hinzukriegen zwischen nationaler Ebene und Europaebene oder aber halt auch zwischen den nationalen Ebenen, also zum Beispiel die deutsche Bundestagsfraktion mit österreichischen Kollegen oder sowas, um eben diesen Geist des Vertrags von Lissabon auch entsprechend umzusetzen. Da ist ja jetzt ganz viel passiert, aber hast du das Gefühl, dass obwohl es da heute andere Instrumente gibt, als es die vor ein paar Jahren gab vor dem Vertrag von Lissabon, hast du das Gefühl, dass dieses Europa in seiner Verfasstheit wirklich in der Lage ist, die Krise zu meistern? Also wir haben die Situation, dass einerseits die Verfasstheit Europas eine große Frage ist und zum anderen, weil diese Verfasstheit überhaupt schon belegt wird. Und mit dem, was gerade Frau Merkel und Sarkozy machen, stecken sie richtig viele hinter die europäischen Institutionen, die Europäische Kommission. Barroso ist ein Vollpfosten, aber wir brauchen die Europäische Kommission, weil letztlich die nationalen Regierungen, das sehen wir über dieses Wochenende wiederum, das einfach nicht können. Ja, ich habe gestern schon gesagt, dass wir die Pauli-Abwehr, ja, der Rat kann es einfach nicht. Man braucht europäische Institutionen, die nicht so sehr sozusagen an Bild Online und Spiegel Online Schlagzeilen hängen und die auch mal progressive Vorschläge machen können. Praktisch alles, was tatsächlich an weitreichenden Vorschlägen gemacht wurde in der Krise, und wir haben sie von europäischen Institutionen bekommen. Und genau im Verhältnis dafür haben Merkel und Sarkozy versucht, die zielgerichtet zu machen. Mit Parallelstrukturen, mit neuen Treffen, mit auch mit Ansagen ganz einfach. Und dass jetzt irgendwie ein Euro-Gipfelpräsident eingerichtet werden soll, das ist einfach nur noch fake. Ja, das ist nur noch fake. So geht das nicht weiter. Deswegen brauchen wir wirklich einen Schritt, dass wir sagen, okay, wir geben europäische Kompetenzen, wir machen mehr europäische Kompetenzen und dafür auch mehr Demokratie in Europa. Und letztlich sind diese Ratssitzungen und Gesetzzimmern genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen, nämlich öffentliche Debatten. Ich meine, dass Priska und ich hier debattieren, was glaubst du und was kommt, das zeigt doch genau das Problem. Es ist so ein bisschen wie im Kreml, ja. Da weiß man auch immer nicht, wer was irgendwer, man weiß, wer entscheidet, aber man weiß am Ende nicht, was rauskommt, hat ja gar keine Sicherheit über sozusagen Verfahren und Entscheidungsprozesse. Und so geht das nicht weiter. Natürlich müssen die Regierungen eine Rolle haben, aber dass die Regierungen sozusagen versuchen, ihre nationalen Beamtenheere in Politik für ganz Europa machen zu lassen. Man sieht doch, dass Berlin überfordert ist damit und Paris. Und die können es nicht. Darum muss man sich dafür entscheiden, dass man starke europäische Institutionen unterstützt. Starke europäische Institutionen unterstützen würde konkret was sagen? Dass man sagt, okay, wenn Frau Merkel letztes Jahr im Mai gesagt hätte, Deutschland wird diese Krise mit der Kommission lösen und wir stehen hinter der Kommission. Ja, dass man sagt, die Kommission macht Vorschläge, wo die Staaten Einfluss drauf machen. Und nicht, dass man immer irgendwelche komischen Papiere aus Berlin und Paris lanciert, die oftmals totaler Quatsch sind, aber wieder super Schlagzeilen in Deutschland sind. Dass man sich traut, auch Sachen zu machen vor Landtagswahlen. Und dass man sich jetzt traut, einen europäischen Konvent zu vereinbaren, der über Themen Wirtschaft, Demokratie, Finanzen, Soziales reden soll, aber eben auch über Demokratie. Das heißt, wie kann ich die europäische Situation demokratischer und besser gestalten? Wenn ich mehr Kompetenzen nach Europa gebe, muss ich auch die europäische Demokratie verbessern. Und bisher ist es so, dass wir alle mal darauf warten, was dabei in den Gipfeln rauskommt. Wir brauchen eine öffentliche, transparente Debatte über die Zukunft Europas und das geht nur um Konsens. Wenn jetzt der Gipfel sagt, okay, wir müssen mehr schnell handeln, wir müssen jetzt eine bessere wirtschaftspolitische Steuerung oder bessere Kontrolle des Stabilitätspakts, also der Maastricht-Kriterien, sofort machen, sollen wir gerne vorangehen über verstärkte Zusammenarbeit oder ähnliches, aber da muss klar sein, dass es nachher durch einen Konvent demokratisch legitimiert wird. Dass es dann nachträglich dann diskutiert und legitimiert wird. Das heißt, wir wollen nicht bremsen mit Demokratie, aber es muss einfach anders in die Öffentlichkeit. Und diese Gipfel, ich meine, das hat doch jeder jetzt heute und Mittwoch immer so aufgesehen, diese Gipfel hängen mir einfach zum Hals drauf. Ich kann sie nicht mehr sehen. Das war schon beim Vertrag von Lissabon der große Fehler. Das war bei der Vertragsänderung zum ESM der große Fehler. Dass einfach nur Regierungsbeamte konsultiert werden, das geht nicht mehr. Wir haben in der Derzeit, also die Technik mit dem Kollegen Tim hat, glaube ich, einen Zwillinghof. Genau.
gerade gesagt hast, wir brauchen keine Institution, wir brauchen eine Basisdemokratie. Ihr seid echt alt und angepasst geworden, sagt Anton. Aber Manuel, bist du alt geworden? Also ich bin jünger, als ich aussehe, lieber Anton. Das kann ich hier festhalten. Ich weiß ja nicht, also wenn du glaubst, dass man es ohne Institution machen kann, dann bist du letztlich dafür, dass die Regierung das einfach über den Kopf hinweg in Hinterzimmern und ohne öffentliche und transparente Debatte entscheiden. Und wenn du glaubst, man braucht keine Institution, um Demokratie zu organisieren, sondern einfach nur Basisdemokratie, dann wirst du von Merkel und Sarkozy über den Tisch gezogen werden. Dann werden die zukünftig im Hinterzimmer in der EEG oder im Kanzleramt am grünen Tisch, ohne Öffentlichkeit, ohne Abstimmung, ohne Debatte einfach entscheiden, welches Land macht Wirtschaft so, welches Land macht Wirtschaft so. 1815 hat der Wiener Kongress entschieden, wie Grenzen sind. Und dann wird es in Zukunft halt so sein, dass Europa so funktioniert, dass ein paar Regierungschefs entscheiden, du machst Dienstleistung, du machst Industrie, du machst Export. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass das Europäische Parlament eine starke Institution ist mit einer von ihm kontrollierten Regierung, der Kommission und dann auch dem Rat von dem deutschen Parlament und von anderen Parlamenten kontrolliert als Teil dessen. Und wir haben ja immerhin auf europäischer Ebene auch schon etwas eingeführt, was wir auf Bundesebene eigentlich auch gerne hätten, nämlich den europäischen Bürgerentscheid, der am 1. Januar in Kraft tritt. Das ist was? Bürgerbegehren. Das ist eine Mischung aus einem Bürgerbegehren und einer Petition, wo jeder, der für ein Anliegen 1 Million Unterschriften sammelt, zu gewissen Anteilen von, dass man aus neun verschiedenen Mitgliedstaaten mindestens ein gewisses Forum an Stimmen organisieren muss, die Kommission damit auffordern kann, in einem ihrer Kompetenz liegenden Bereich sozusagen anders zu regeln. So, da kann man viele spannende Sachen machen. Vor allem sollte man aber viel machen, damit man nach und nach zu einem richtigen europäischen Bürgerbegehren und Volksbegehren über diesen Weg kommt. Kommen wir zurück. Ich wollte dich auch fragen, wir haben ja derzeit, also gestern gab es ja nicht nur, es gab ja eigentlich zwei Gipfel gestern. Treffen der 27 Staaten und Regierungschefs, also der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und dann gab es ja auch nochmal eine Zusammenkunft der 17 Staaten und Regierungschefs der sogenannten Eurozone, also die Länder, die nicht nur Mitglied der Europäischen Union sind, sondern auch über den Euro verfügen. Wie ist das eigentlich, wer entscheidet da eigentlich was? Also nehmen wir, es wird ja immer als Beispiel genannt, Großbritannien, die sind zwar Mitglied in der EU, aber die haben nicht den Euro. Reden die denn da trotzdem überall mit? Oder gibt es eben dann Punkte, wo man sagt, Jungs, ihr seid deswegen der Währung nicht dabei, jetzt sind wir auch Programm, das machen wir nicht für uns. Also grundsätzlich ist es so, dass dort, wo Rechtsetzung im Rahmen der EU gemacht wird, alle 27 natürlich mitzureden haben oder hätten. Oftmals aber wahrscheinlich auch sozusagen jetzt nicht unbedingt verhindert haben. Also wer glaubt, dass wir wegen dem Europa der 27 die Lösung nicht kriegen, der sollte sich mal angucken, was wir in Winzern schaffen miteinander. Also das Problem ist erstmal nicht 1727, das Problem ist, dass dort nationale Regierungen nationale Interessenspolitik machen und rumschammern und zu dem europäisches übergreifendes Anliegen vertreten wird. Das andere ist, dass man natürlich auch mehr nach der Eurozone sozusagen nur miteinander machen muss, dass es Bereiche gibt, wo die Briten nicht mitmachen wollen, die dann für Kassonsteuer das Beste. Und da kann man auch im Rahmen von verstärkter Zusammenarbeit einfach miteinander handeln. Das Wichtige ist, dass man immer für alle offen ist. Also wenn jetzt beispielsweise die Polen mitmachen wollen oder die Schweden bei der Finanztransaktionssteuer, ja, eher sofort. Warum nicht? Die ganze Debatte des Europa der zwei Geschwindigkeiten halte ich für interessant und wichtig und kompliziert auf die Tagesordnung, wird aber aus meiner Sicht unterkomplex geführt. Es wird sowieso kein Europa der zwei Geschwindigkeiten geben, sondern mindestens drei, vielleicht auch vier, vielleicht auch ganz schnell bei 20 Geschwindigkeiten. Und wenn du es zu weit differenzierst, kommst du dahin, dass Europa an sich keinen Sinn mehr macht. Ja? Weil letztlich ist ja die Idee, dass man einheitlich in ganz Europa geltende Rechtsnormen hat. Und ich möchte zum Beispiel nicht, dass im Bereich Justiz und Inneres Rumänien eine eigene Geschwindigkeit haben kann. Also man muss darüber reden, man muss auch dem Europäischen Parlament, dem gesamten Europäischen Parlament, neue Kompetenzen geben, die Eurogruppe zu kontrollieren. Genauso wie wir hoffen, dass die Bundesregierung noch klargestellt im Verfassungsgericht, dass der Deutsche Bundestag auch die Eurogruppe kontrollieren kann, weil da der Bundesfinanzminister eine unglaubliche Rechtsverfassung trägt, die wir vor Gericht gebracht haben nach Karlsruhe. Aber man muss sich sehr darüber bewusst sein, dass meiner Sicht ein Sonderausschuss im Europäischen Parlament beispielsweise auch so ähnlich wie der Europaausschuss im Bundestag vielleicht plenarersetzende Beschlusskompetenzen kriegen kann. Aber dass dieser Sonderausschuss aus der Mitte des Europäischen Parlaments gebildet wird und nicht, dass plötzlich man sagt, du bist britischer EP-Abgeordneter, du hast nur die Hälfte der Rechte vom Deutschen. Ich glaube, dass das ist der Anfang vom Ende sozusagen des direkt gewählten europäischen Abgeordneten, der das europäische Staatsvolk in Anführungszeichen vertreten könnte, eines Tages ist. Jetzt gehörst du zu den, ja, sagen leider wenigen Politikern in Deutschland, die
schon mal in Griechenland waren oder auch sehr früh nach Griechenland gefahren sind, mit den Leuten vor Ort diskutiert haben. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal warst, aber wie ist das eigentlich, als deutscher Politiker nach Griechenland zu kommen und mit den Menschen darüber zu diskutieren, dass sie jetzt sparen müssen und dass das im Griechenland, dass wir alle schuldig sind? Zunächst habe ich dort eine Pressekonferenz für die griechischen Grünen gemacht und die sind sehr froh, dass wir uns da sehr engagieren. Das bin nicht nur ich, das sind auch vor allem auch die Kollegen von Camorra, Schiel, auch Gerhard Schick und Christian Hitz, die hier dann auch der Chef Schaffi, ja, und auch der Diegold aus dem Europaparlament. Das andere ist, dass die Griechen das total einsehen, ja, dass da was passieren muss im Land und dass es mit dem Land nicht so weitergehen kann. Wir haben nur das Gefühl, dass dieses Einsehen sich nicht auf alle gesellschaftlichen Schichten sozusagen anwendet und dass vor allem auch die Politik, und da sage ich jetzt einfach mal so plump, die Politik letztlich das noch nicht eingesehen hat, sondern den billigen Ausweg sucht, sozusagen über Mehrwertsteuererhöhungen, etwas, was vor allem kleine Menschen trifft, in den Märkten zu gehen. Ich glaube, dass man da sehr fein differenzieren muss, auch zwischen welchen Protesten liegen dann. Beispielsweise glaube ich, dass Entlassungen im Staatsbereich unbedingt notwendig sind. Und natürlich gibt es auch dann dort Proteste, das ist aber was anderes, als wenn Studenten demonstrieren, dass sie nicht sozusagen die Studien nicht mehr leisten können oder Jugendliche, die arbeitslos sind, das ist auch ein Problem für diese Menschen, aber dennoch ist das etwas anderes. Und das große Problem ist aus meiner Sicht die Wettbewerbsfähigkeit Griechenlands. Die Wirtschaftsstruktur in Griechenland ist aus meiner Sicht nicht mehr tragbar, weil sie von Monopol- und Kartellstrukturen geprägt ist, die es auch für die Menschen so wie teuer machen, in Griechenland zu leben. Deswegen auch diese ganzen komischen Zusatzleistungen für viele sehr wichtig sind. Und da muss ich die Politik trauen, an die großen Interessen ranzugehen, an die großen Wirtschaftsinteressen, zum Teil aber auch an die Interessen von Gewerkschaften, die ja sehr eng mit der jetzigen Regierungspartei vernetzt sind. Meine große Sorge ist, Schuldenschnitt habt ihr heute früh schon debattiert, wenn er kommen wird, ist an sich total richtig. Aber meine große Sorge ist, dass man sozusagen, dass die griechische Politik sich dann auch wieder ausdrücken wird. Und dann ist wieder ein Punkt, wo wir auch griechische Kompetenzen brauchen. Griechenland wird ohne externe Effekte, ohne Druck von außen, diese sozusagen total eingefahrene Wirtschaftsstrukturen, die viel Schaden und noch wenigen Nutzen nicht lösen und der Schuldige das nicht so gestaltet sein, dass die griechische Politik zurücklehnt und sagt, jetzt haben wir ja erstmal wieder unseren Schuldenstand auf 90, also müssen wir da nichts mehr tun. Lass uns vielleicht zum Schluss noch in eine Ecke Europas springen, oder eine Ecke in die eine Hälfte, die wir eigentlich sehr wenig kriegen, nämlich die ehemaligen osteuropäischen Länder oder die mit dem der Erweiterung auf die 27, 2004 und sogar Rumänien. Später dazu kam. Die sind ja fast alle nicht Mitglied der Eurozone. Unser Nachbar Polen, dem geht es wirtschaftlich eigentlich ganz gut. Wie wird aber dort das eigentlich wahrgenommen, was gerade in der Eurozone und so oder auch in den südeuropäischen Ländern passiert? Also zunächst kann man mal sagen, dass Estland ja beigetreten ist im Euro trotz der Krise und dass Estland das mit seinem Staatshaushalt mit massiven Einschnitten wieder auf die Spur gebracht hat. Lettland, Rumänien, Ungarn sind ebenfalls im Rettungsschirmprogramm aus der anderen Fazilität, der Europäischen Kommissionsfazilität. Ungarn ist früher aus dem Programm raus, Rumänien wird regulär zurückbezahlen. Lettland hat auch den Weg zum Wachstum wieder gefunden, auch mit massiven Sparanstrengungen, die die Bevölkerung sehr stark getroffen haben, die Regierung wurde trotzdem wieder gewählt. Irland funktioniert sehr gut, Portugal ist im Moment schwierig, aber hat zumindest das politische Willen gezeigt, bei dem man auch inhaltlich streiten kann. Aber man kann sagen, richtig, richtig nicht klappen tut das Programm nur ist nicht. Und ich finde es total ungerecht, dass über den Rettungsmechanismen, die total schwierig sind, die vor allem aber auch erschwert werden durch unterkapitalisierte Banken, auch in den Nordstaaten, in den Zahlerstaaten, auch in Deutschland, über wirtschaftliche Ungleichgewichte, an denen Deutschland nicht genug machen will, dass wir immer so tun, als wären wir nicht mehr das Problem. Die Polen, auch die Ungarn, auch die Slowaken, auch die Tschechen sind so massiv verbunden mit dem deutschen Markt, dass die massives Interesse daran haben, dass diese Krise gelöst wird, dass Stabilität in der Eurozone wieder herbeigeführt wird, weil sie genau wissen, wenn wir das jetzt nicht geregelt kriegen, dann wird das auch sich auf Deutschland ausstrahlen. Ungarn hat 2/3 seiner Exporte, 60-50% seiner Exporte nach Deutschland. Für die ist sozusagen eine schwache deutsche Wirtschaft sofort das Ende. Deswegen haben die alle massives Interesse. Von Deutschland, von Berlin wird in dieser Krise unglaublich viel erwartet. Das heißt auch, dass sobald wir Vorschläge machen, jeder kaum. Die Polemik gegen Südeuropäer hat dazu geführt, dass dort manche Lösungen nicht mehr so leicht zu verkaufen sind.
weil es einfach sozusagen total dumm war und uns viel, viel Geld kostet, viel, viel Ansehen gekostet hat, dass einfach sozusagen man nicht mehr seine Bevölkerung so leicht verkaufen kann, wie machen es wie die Deutschen vorgeschlagen haben, weil man diese Abitur gefahren hat. Aber das richtige Problem ist, dass Berlin damit überfordert ist. Ja. Also es hat mal eben, wie meine sexuelle Stimme schon vor Jahren geschrieben hat, es wird dazu führen, dass Berlin Europa regiert und Berlin wird einfach nicht rum können. Und so ein bisschen ist es so. Ja. Das kann es nicht. Ja. Die haben nicht viel europäische Erfahrung, die sind damit überfordert. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, hey, wir brauchen Strukturen in Europa, denen wir die Kompetenzen geben, denen wir auch die Köpfe geben, die das mit uns gemeinsam machen können. Und nicht dieser Anspruch, dass irgendwie die NG, ja, die immer zögert und zaudert und sozusagen hier Sarko, der immer einen großen Mann spielen will, dass die beiden sozusagen die Entscheidung für ganz Europa treffen können. Das ist einfach nur Gaga und da mache ich mir richtig Sorgen, wenn ich sehe, wo das hinführen soll in dieser Strukturen. Letzte Frage, 2014 wird das Europäische Parlament das nächste Mal gewählt. Glaubst du, wir werden über ein völlig anderes europäisches Parlament abstimmen als Bürger, sprich ein Parlament, was wesentlich mehr Kompetenzen hat? Oder glaubst du, dass die verbleibende Zeit dafür nicht ausreichen wird, das entsprechend zu lösen? Also meine Befürchtung wäre, dass wir europäische Kompetenzen kriegen, ohne dass das Europäische Parlament ein völlig anderes wäre. Aber wir hätten genügend Zeit und das ist genau, ich glaube, bei dieser Krise kann man viel über Wirtschaft reden. Ich glaube, dass aber echt auch eine große Frage von Demokratie ist. Und dass wir jetzt aufstehen müssen gegen die Regierung, die sozusagen nicht die Kompetenzen über Brüssel wieder zuschanken wollen und sagen müssen, wir wollen, dass demokratisch gewählte Vertreterinnen der Bürger und Bürger, der Bürgerinnen und Bürger, diese Kompetenzen auch haben, mithaben, mehr haben. Und darum hoffe ich, dass wir darüber abstimmen. Zeit genug ist. Du kriegst den Konvent locker, in 2014 kriegst du locker Konvent hin. Und selbst wenn das EP dann gewählt wird und sozusagen die Ratifizierung gegebenenfalls von Vertragsänderung danach noch stattfindet, das macht aus meiner Sicht nichts aus. Ich glaube, das große Problem ist eine Ideenlosigkeit in der Politik. Die Schubladen sind seit dem Vertrag von Lissabon leer in Hauptstädten. Diese Ideenlosigkeit ist letztlich die größte Krise Europas. Ja, dass niemand Ideen hat, was man machen kann. Und ich glaube, ein wichtiger Ort für Ideen ist ein europäischer Konvent. Ja, und das Europäische Parlament 2014 muss natürlich auch in seiner Zusammensetzung ganz anders aussehen. Ja? Weil das Europäische Parlament entscheidet so viele Punkte beim Thema Finanzmarkt, Regulierung und Ähnliches, wo im Moment eine konservativ-liberale Mehrheit, zum Teil noch ein Sozialdemokrat aus Großbritannien oder so, ja, Sachen verhindert. Und darum muss man bei der nächsten Europawahl endlich kapieren, dass es wichtig ist, Grüne ins Europäische Parlament, so im Europäischen Parlament so stark zu machen, dass wir dort auch Sachen durchdringen können. Dass wir dort auch richtig eine noch stärkere Kraft sind. Manuel hat es immerhin geschafft, bei diesem schwierigen Thema und bei dem Punkt, dass wir dieses ganze, deine Frage zu Europa darauf angelegt hatten, auch zu gucken, was in Brüssel beschlossen wird und das zu kommentieren. Und das haben wir ja nicht, weil es ist nichts beschlossen worden. Hat Manuel es jetzt trotzdem zumindest für mich geschafft, hier total positiv rauszugehen. Vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, bei welcher Frage wir angekommen sind. Sind tausend eingegangen. Okay, also sind tausend Fragen eingegangen. Danke. So ungefähr. Wir haben ja gesagt, vor der tausend machen wir nicht Schluss. Würden aber dann jetzt an dieser Stelle so langsam sagen, wir kappen den Stream. Werden aber jede Frage, die jetzt noch eingegangen ist, auch beantworten. Die bekommt ihr, wenn ihr uns, die erscheint ja noch auf der Seite, wird die ja noch beantwortet. Und wenn ihr uns eine E-Mail-Adresse hinterlassen habt, bekommt ihr die automatisch auch noch zugeschickt. Ich darf jetzt irgendwie total Danke sagen für alle, die da jetzt mitgemacht haben, die das ja auch spontan gemacht haben, weil die Idee entstand ja eigentlich erst vor zweieinhalb Wochen. Es war ein echt ein Kraftakt, das auch zu organisieren. Und hoffe, dass wir da irgendwie ein paar Fragen vielleicht klären konnten oder ein bisschen zur Aufklärung beitragen konnten, auch die grünen Perspektiven aufzeigen konnten. Und jetzt liegt da wieder ein bisschen in den Händen des Deutschen Bundestags und der Staats- und Regierungschefs, was da in den nächsten zwei Tagen passiert. Und ganz besonderen Dank natürlich an Tim. Für die Technik, dass das alles funktioniert, wie immer gelaufen ist.